Dies ist jetzt die weltberühmte Zeitzer Beichte? Sagen wir mal so, da steckt sie drin. Das Besondere ist nämlich, dass wir hier einen Einband vor uns haben, auf dem man die Jahreszahl 1555 lesen kann. Aber das bezieht sich tatsächlich nur auf den Einband dieses Buches. Dahinter befindet sich eine Handschrift, die viel, viel älter ist. Es handelt sich um ein karolingisches Evangeliar aus dem 9. Jahrhundert, also etwa zu den Zeiten Karls des Großen. Und das ist schon etwas ganz Besonderes, denn man entdeckt nicht jeden Tag ein bisher unbekanntes karolingisches Evangeliar. Und schauen Sie mal, wie wunderschön man das ausgeschrieben hat. Aber beim Blättern durch diese sehr alte Handschrift sind wir dann auf eine besondere Seite gestoßen, die uns doch verwundert hat. Es fällt Ihnen vielleicht auf, dass die Handschrift auf dieser Seite sich deutlich von der auf dieser Seite unterscheidet. Das ist der Text des Evangeliums, Matthäus Evangelium, und diese Seite blieb ursprünglich im 9. Jahrhundert leer. Sie wurde vom Besitzer dieses Buches nachträglich ausgefüllt. Und das, was hier zu lesen ist, das ist etwas ganz Erschütterndes, zumindest für die Wissenschaft, denn das ist eine Beichte. Beichtformulare kennen wir viele, aber das Besondere hieran ist, dass diese Beichte nicht, wie man es erwartet, auf Latein abgefasst ist, sondern sowohl in Latein als auch in Althochdeutsch. Und althochdeutsche Sprachfragmente sind ungeheuer selten. Ich versau den Teufel unter alles in Werk, unter den heiligen Sohn, unter den heiligen Geist. Wir haben also wirklich eine Mischform lateinisch-deutscher Beichte. So es in Cogitatione ware, so es in Opera ware, so es in Verbis ware, so es in Luxuria ware, so es in Luxurie Delectatione ware, so es in Homicidio ware. Warum hat man das gemacht? Wahrscheinlich können wir hier einen Blick in die Christianisierung werfen. Man muss sich vorstellen, dass ein Priester, der dieses Evangeliar gehört hat, es genutzt hat und hier eine Beichtformel gewählt hat, die sowohl legitim ist, nämlich lateinisch, als auch für denjenigen, der sie beschwören musste, für den vielleicht frühen Christen, zu Teilen zumindest verständlich und daher auf Althochdeutsch verfasst worden ist. Diese Beichte beginnt mit der Abschwörung des Bösen, des Teufels selbst. Es geht um Inhalte des Glaubens. Es geht um das Abschwören von Sünden, und zwar ganz gleich, aus welchem Grunde man sie begangen hat. Ein ganz eindrückliches Dokument aus dem Frühmittelalter, das sich hier zufällig erhalten hat in dieser wunderbaren Handschrift. Und tatsächlich, Sie haben es gesagt, in der Wissenschaft ist es berühmt geworden als Zeitzer Beichte. Das ist eine hochinteressante Sache. Und der Rest des Buches, was war der Rest des Buches hier? Das sind die berühmten Evangelien des Neuen Testaments mit einzelnen Einleitungen. Und wie gesagt, diese Seite blieb leer und bot den Platz für dieses seltene Zeitzeugnis des 9. Jahrhunderts. Na toll, dann gehen wir jetzt nachher mal zur versprochenen Lesung über. Ja, gerne. Ich versahu den Teufel unter alles in Werk. Credo in Deum Patrem Omnipotentem. Unter den heiligen Sohn, unter den heiligen Geist. Ich glaube, dass Dio drin Amen en Gott alle Materes. Ego confitior Deo Omnipotenti et Domna Sancta Maria et Sancte Michaele, Sancta Johann et Sancta Petre et Omnibus Sanctis et Tib Dei Servus Omnium Peccatorum Meorum, cui umquam feci. So es. In Cogitatione. Ware. So es. In Opere. Ware. So es. In Verbis. Ware. So es. In Luxuria. So es. In Luxuriae Delectatione.
Ware. So es. In homicidio. Ware. So es. In perjuris jussurandis. So es. In falso testimono fuisti. So ich. Gratis. Cetate odor un. Gratis.